Peace, meine Freunde, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Marco Boom. Lange, lange ist es her, jetzt ist wieder ein neues Video draußen. Obwohl ich angekündigt habe, erstmal nichts zu bringen, dachte ich mir, ich habe noch ein paar Produkte von Microplift, AK, also da. Und da die Kamera immer noch hier ist, dachte ich mir, ich produziere ein Video. Ein dickes, fettes Dankeschön geht an euch alle, wirklich, die mir geschrieben haben. Ihr seid da, ihr kommentiert jetzt auch immer noch Videos, alte Videos, die ihr euch in der Zwischenzeit reingezogen habt oder jetzt auch anschaut. Und wirklich vielen lieben Dank, dass ihr, ich nenne es jetzt einfach mal, treu seid, treue Fans oder auch glückliche Zuschauer, wie auch immer. Und einfach versucht habt, mich zu unterstützen, die Videos anschaut. Und auch vielen lieben Dank, dass du jetzt das Video anschaust. Heute geht es um ein Produkt der Firma Microplift. Und zwar um den Substratcleaner Mullenglocke. Den werden wir jetzt mal uns angucken und ich würde einfach mal sagen, wenn du also Bock drauf hast, bleib auf jeden Fall dran und wir sehen uns dann gleich wieder. Also, es geht um das Produkt Mullenglocke. Also ich meine, Mullenglocke, man weiß selber, was damit gemeint ist. Ja, jeder hat es mal in einer Süßwasseraquaristik benutzt. Viele hatten ja schon mal ein Süßwasseraquarium. Ja, fangen wir mal an. Also wir haben hier ganz normal, das ist für Salzwasser und für Süßwasser, also für Frischwasser, Salz und Frischwasser nenne ich es ja, entfernt Mulm, spaltet Depots, reinigt den Bodengrund. Das finde ich sehr interessant, baut Abfallstoffe ab. Dazu gleich nochmal mehr. Wir gucken jetzt mal, was hier steht. Bevor wir zur Dosierung kommen, gehen wir einfach mal, was es genau ist. Was steht hier drauf? Was können wir uns darunter vorstellen? Substratcleaner ist eine speziell entwickelte Bakterienmischung. Da fängt es an, das ist keine Chemie. Bakterienmischung für den biologischen Abbau von Mulm und Abfallstoffen im Bodengrund sowie Gestein für Meer- und Süßwasseraquarien. Bei dem Mulm, wisst ihr, habe ich eigentlich immer ein Problem gehabt. Ich habe meine Grundel. Ja, sie ist auch immer noch da. Und ich habe unten im Technikbecken immer Mulm. Ja, und da dachte ich mir einfach, hey, du hast dieses Produkt noch, es ist alles gut mit dem Produkt, warum sollst du es nicht testen? Wir benutzen es jetzt auch einfach mal. Das werden wir auch gleich machen. Ich habe meinen kleinen Messbecher, meinen großen Messbecher habe ich hier. Und ja, ich habe hier, wie gesagt, noch ein paar andere Produkte, aber ich dachte mir, hey, die Mulmglocke ist doch einfach mal was ganz Cooles. Warum auch nicht? So, meine Freunde, weiter geht's. Substratcleaner entfernt sicher organische Ablagerung, beseitigt schädliche gasförmige Verbindungen. Ja, das finde ich ganz gut, wenn man irgendwo halt Gasdepots hat. Und spaltet Phosphat- und Nitratquellen im Bodengrund und Gestein vollständig auf. Sehr gut. Ich habe zwar kein Nitratproblem mehr, seitdem der Fuchs gestorben ist vor einiger Zeit. Ja, Ruhe und Frieden, mein Großer, ich vermisse dich immer noch. Aber dennoch ist das ganz gut, weil ich dosiere ja Phosphatabsorber und so weiter. So, Substratcleaner enthält natürliche, nachempfundene Mangrovenschlamm mit den dort vorkommenden Bakterien für ein sauberes, gesundes Wasser. Okay, ja und halt die besonderen Hinweise für alle Tiere, also Zierfische und niedrigen Tiere geeignet. Wenn es in die Augen kommt, mehrere Minuten spülen und nicht bei Tieren anwenden, die ihr essen wollt. Ja. Also Richard. Nur weil du denkst, du hast jetzt ein Meerwasseraquarium, heißt es nicht, dass du jede Garnele essen kannst. Finger weg. So, Freunde, 100% biologisch. Hier oben steht es drauf, das schöne AK-Siegel. 100% biologisch. Ich fahre immer noch super gut mit den Produkten. Mein Becken hinten seht ihr, ein bisschen trüb, weil ich gerade die Scheiben gereinigt habe, aber sonst ganz gut. Ja, wie ist denn die Anwendung? Also hier ist ganz einfach für Fische, hier Süßwasserfische, für, ich glaube, weiß gar nicht, ob man das sieht, Süßwasserfische, Salzwasserfische und für Smileys. Smileys mögen dieses Produkt auch. Das ist sehr gut. Oder kleine Pac-Mans. Geben Sie alle 14 Tage 20 ml auf 100 Liter Wasser hinzu, solange bis der Bodengrund sauber ist. Geben Sie einmal im Monat 20 ml, ja genau, hier, achso, das ist die Wartungsdosierung. Das ist das Gleiche. Ah ne, das ist hier alle 14 Tage und das ist die, wenn der Bodengrund sauber ist, dosiert man nun, also geht man runter, dosiert nur noch 20 ml auf 100 ml pro Monat. Nicht mal alle 14 Tage, das ist ganz gut. So, eine durch Substratcleaner verursachte Trübung ist absolut harmlos und verschwindet nach 24 bis 72 Stunden. Ganz wichtig, weil da die Leute wahrscheinlich wieder sagen,
Hilfe, mein Becken ist kaputt. Ozon- und UV-Licht kann Bakterien abtöten. Schalten Sie es während der Anwendung für 12 bis 24 Stunden aus. Ich habe beides nicht. Ich werde aber Abschäumer einfach mal ausschalten jetzt für ein paar Stunden. Also ich denke mal, bis zum Abend schalte ich den aus. Verwenden Sie Substrat, den er zur Beseitigung vom Phosphade... Ach Gott, ich kann nicht mehr lesen. Vom Phosphatdepot. Das ist nur getrennt. Im Meerwasser. Wöchentlich eine Dosierung von 10 Liter auf 10 Liter Wasser in Kombination mit Phosphatremover oder mit Phosout 4. Achso, okay, um die großen Depots dann zu lösen. Okay, auch verstanden. Haben wir drin. So, dann würde ich einfach mal sagen, ich zeige euch jetzt mal, was das Problem ist, was meine Depots da unten sind. Und dann werden wir dosieren, Freunde. Auf geht's. Jo, Freunde, da ist es. Das gewohnte Gesicht der Herrlichkeit. Guckt euch meine schöne Kante hier an. Ist ja aus wie ein Mönch. Aber ich hatte mal Bock auf kurze Haare. Bitte wundert euch nicht, wie die Wohnung aussieht. Das ist echt nicht mehr cool. Da seht ihr das Becken. Immer noch zufrieden. Meine Frau hat mir wieder den Arsch gerettet, hat gesagt, Junge, verkaufst du das Becken? Dann haben wir beide ein großes Problem. Du wirst nicht glücklich ohne Becken. Und da hat sie recht. Ich liebe dieses verdammte Becken. So. Ach, wohl bemerkt, Freunde. Wer jetzt bis hierhin gekommen ist, ich tausche aktuell Pilzlederkorallen und Weiche gegen Schnecken, Einsiedler und Garnelen. Da werde ich euch gleich mal was zu zeigen. So, dann machen wir hier mal... Meine Frau hat die Handtücher natürlich darin geräumt, wo sie nicht hingehören. Ja, Grüße gehen raus. So, Freunde, dann machen wir mal, es werde Licht. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich für Depots da unten habe. Ja, auf geht's. Was ich wieder quatsche, Depots, was für Mulm ich unten habe, Freunde. Ja, ihr seht es, der gute Aga macht immer noch einen Bombenjob. Also da kann man sagen, was man will. Ich bin so übertrieben zufrieden. Da seht ihr ihn auch schön blubbern. Super gut. Ja, und ich habe hier überall, habe ich diesen Mulm unten drin, diese Ablagerung, die nerven mich. Und die müssen raus. Und deswegen werden wir jetzt einfach dosieren, Freunde. Wir werden hier den Abschäumer machen, wir mal aus. Bop. Zack, Licht ist auch wieder aus. So, Freunde, ich habe es jetzt mal ausgepackt und geschüttelt für euch. Ich hätte jetzt fast einen Fehler gemacht und habe meinen Messbecher, war ich so dumm, mal wieder zu lesen. Hätte jetzt, guck mal hier, das hätte ich jetzt reingegeben. Das sind aber keine 80 Milliliter. Ja, das sind immer eben 200 Milliliter. Also total dumm. Aber das ist ganz gut. So seht ihr mal, wie schwarz das Ganze ist. Ja, sehr, sehr gut. Werde ich gleich einfach wieder zurückfüllen. Ist ja kein Problem. Stellen wir mal so lange zur Seite. Wir haben hier einen richtig schönen Messbecher. Der geht bis 30 Milliliter. Machen wir schön voll. Ach, wisst ihr was, wie wir das machen? Wir machen das ganz anders. Wir füllen das jetzt hier zurück. Und wird es? Ne, ist doch egal. Wir gehen zum Becken direkt. So, Freunde, da sind wir wieder. Ja, also wir haben jetzt hier den kleinen Messbecher mit 30 Milliliter. Das werden wir jetzt mehrfach voll machen. Nun gebe ich sowas normalerweise nicht oben rein. Ja, sondern immer unten ins Technikbecken. Zuvor für Zwecken mache ich es jetzt aber oben. Es sollte nichts passieren, direkt in die Strömungspumpe. Die haben wir hier hinten. Oh ja, jetzt geht aber richtig die Party ab, Freunde. So, da brauchen wir 80 Milliliter. So. Pechschwarz, wenn man reinkippt. Und jetzt haben wir 60, jetzt brauchen wir nochmal 20. So, das ist echt ultra. Ne? Ich wollte euch ja das Becken nochmal zeigen, aber ich weiß nicht, ob ihr das hier seht. Pechschwarz das Zeug. Ich spüle es dann einfach hier nochmal aus. Mache ich sowieso gleich nochmal richtig. So, und jetzt schwenken wir direkt um. Ich baue euch hier mal ab. Also Freunde, guckt euch das an. Es lagert sich hier überall ab. Das Becken ist direkt dunkel geworden. Ich habe jetzt die Abdeckung natürlich nicht wieder oben drauf, die muss ich gleich rauf machen. Hier sind meine selbstgebauten Lüfter, also meine Computerlüfter da. Ja, ein paar Korallen ziehen sich gerade hier ein jetzt. Aber ich glaube, im Allgemeinen ist das kein Problem. Es sieht irgendwie mal ganz witzig aus, muss ich ehrlich gestehen. Es verteilt sich jetzt alles schön. Ihr seht ja, die Wasseroberfläche wird auch schön bewegt. Ja, und im Allgemeinen
Kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen, aber hier von der grünen gebe ich was weg. Schön viel von der weißen wird wieder halbiert. Von denen da hinten werde ich was weggeben. Gorgonie da unten. Eventuell auch Goniopora. Ne, Entschuldigung, das ist eine Alveopora. Von der Alveopora, ich muss mal schauen. Aber so im Ganzen steht alles gut. Kann mich nicht beklagen. So, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch nach langer Zeit gefallen. Tut mir leid, dass es gleich ein Werbevideo ist. Hallo Fokus, hier ist mein Kopf. Jetzt bist du da. Tut mir leid, dass es gleich wieder ein Werbevideo ist, aber ich dachte mir, besser als wenn ich jetzt mit irgendeinem Mist ankomme, der euch vielleicht gar nicht interessiert. Ja? Ich hoffe, ihr guckt weiterhin meine Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich über einen Like, einen Subscribe, einen Comment wirklich freuen. Und in dem Sinne, meine Freunde, bleibt gesund. Ja? Ich hoffe, ihr genießt das Wetter auch genauso wie ich. Und habt einfach einen schönen Tag und ich hoffe, eure Becken sind wirklich Bombe. Und ich hoffe, eure Becken laufen Bombe. Ja? Peace, adios, ich bin raus. Wir sehen uns, meine Freunde, zum nächsten Video, was ich hiermit ankündigen werde. Wir werden uns bald noch was anderes einfallen lassen. Was heißt anders einfallen lassen? Ihr kennt es. Ich werde ganz normales Reef-Update nochmal bringen demnächst. Da haben einige auch nochmal nachgefragt. Und dann werde ich auch nochmal ein bisschen was zu den Korallen erklären. Was heißt das erklären? Zeigen. Ihr kennt sie alle. Ich bin kein Erklärbär. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Habt da rein, meine Freunde. Habt da einen schönen Tag. Ich kann nicht mal mehr reden.